Die Ukraine, sie ist einer der größten Weizenexporteure der Welt und gilt damit auch als Kornkammer. Wegen des Krieges können jedoch Millionen von Tonnen derzeit nicht ausgeführt werden, denn Russland blockiert den Transport und erpresst damit den Westen. Agrarminister Özdemir ist nun also nach Kiew gereist, um alternative Transportwege zu finden. Zuvor hatte sich der grüne Politiker mit seinem polnischen Amtskollegen getroffen, um Möglichkeiten über Landwege zu finden. Vollgeladene Container mit Getreide und Mais. Eigentlich zum Abtransport bereit, doch wegen russischer Blockaden hängen Dutzende Containerschiffe aktuell in ukrainischen Häfen fest. In seiner täglichen Videoansprache warnt der ukrainische Präsident Selenskyj auch vor den weltweiten Folgen. Die russische Flotte, nicht die britische oder irgendeine andere Flotte, blockiert die Schwarzmeerhäfen in der Ukraine in einer Weise, dass die Welt am Rande einer schrecklichen Ernährungskrise steht. Millionen Menschen könnten verhungern, wenn die russische Blockade des Schwarzen Meeres anhält. Mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten sollen in den ukrainischen Häfen festhängen. Im Herbst könnte die Zahl auf 75 Millionen Tonnen steigen. Doch immer wieder kommt es auch zur gezielten Zerstörung von Ernten. Diese Satellitenaufnahmen zeigen, wie russische Raketen das zweitgrößte Getreidelager der Ukraine treffen. Die zwei Lagerhallen werden vom dadurch verursachten Feuer komplett zerstört. Seit Beginn des Krieges müssen Landwirte in der Ukraine unter extremen Bedingungen arbeiten. Es gibt täglich Beschuss von überall. Was sollen wir tun? Wir müssen ja irgendwie leben und irgendwie überleben. Unterstützung beim Export soll jetzt unter anderem aus Deutschland und Polen kommen. Bundesagrarminister Cem Özdemir beriet darüber mit seinem polnischen Amtskollegen am Donnerstag. Heute plant er Landwirte in der Ukraine, um Kiew herum zu besuchen, um sich so selbst vor Ort einen Überblick zu verschaffen.